Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu Astral Chain. Wir befinden uns hier eigentlich immer noch in unserer zweiten Untersuchung im Häuserwald. Überraschenderweise ist Akira, unsere Schwester, von einer Chimäre, von ihrer eigenen Legion entführt worden. Und ja, deswegen gucken wir uns gerade in dieser Dimension hier um sie wiederzufinden und hoffentlich auch zu retten. Aber ob uns das gelingt, das werden wir jetzt gemeinsam herausfinden. Die drei Dinger da sehen ja auch lustig aus. Kann ich die aktivieren? Ne, ganz so weit raus komme ich nicht, ne? Da bin ich mal gespannt, ob ich auch noch von der anderen Seite oder so drankomme. Okay. Hier habe ich anscheinend schon wieder was... Ah ne, das geht die ganze Zeit rauf und runter. Aber ich werde die Kiste hier noch mitnehmen. Gefundene Medizin, Maxi. Ja, das wird mir jetzt, dass ich das mehr habe, leider nicht da rechts angezeigt. Ach, guck mal, die könnte ich ja auch noch aufladen, ne? Zack. Achso, es lädt uns beide auf und dann blitzt auch dieses Feuer um uns rum. Daran kann man auch erkennen, dass man noch aufgeladen ist. Okay, das muss ich auch mal nutzen beim nächsten Bossfight. Genauso wie diesen Trank, der meine Angriffskraft erhöht. Mal schauen, ob es dann etwas schneller und geschmeidiger geht. Es werden einem auf jeden Fall hier gerade ganz schön viele Maxi-Tränke zugesteckt. Das ist meistens nicht das allerbeste Zeichen. Ah, ne. Warum fällst du immer runter, Typ? Das ist doch echt ein bisschen nervig. Gut, ich vermute, ich muss hier trotzdem alle drei so ein bisschen gleichzeitig erwischen. Ungefähr so. Das hat ja doch irgendwie schneller und besser geklappt, als ich gedacht hätte. Ja. Jetzt passieren hier irgendwie gerade komische Sachen. Achso, ist jetzt alles runter... Und er fällt wieder in den Abgrund. Ich kann nicht mehr. Es ist jetzt irgendwie alles runtergekommen. Wo bin ich denn jetzt, verdammt? Ach, jetzt bin ich wieder ganz oben. Okay. Die ganzen Blöcke, die ja noch vorhin geschwebt haben. Ich dachte, die bilden irgendwie eine Treppenstufenleiter oder so. Aber stattdessen sind sie einfach runtergekommen. Was natürlich auch okay für mich ist. Komm, geh einfach drüber. Pfeil und Schleudern und das ist mein Ziel. Okay. Na, hier sind aber noch ein paar lustige Dinge, wo ich mich herumschleudern kann. Und er fällt natürlich wieder runter. Where the fuck bin ich jetzt? Hätte ich einfach hier rumgehen können? Möglich ist das. Erstmal das ganze Zeugs einsammeln. Können wir mal hier rüber gehen, dann sind wir wahrscheinlich genauso gut auf der anderen Seite angekommen. Ah! 75% rotes Zeugs Entfernungsrate. Naja, was mir das auch immer bringt. Außer ein paar Pünktchen. Warum auch immer diese Dinger hier alle da sind. Ich meine, ich kann auch einfach direkt hier rüber gehen. Achso, sie sind beide Ziele mehr in die Richtung da. Das ist schon mal gut. Dann kann ich mich hier erstmal in Ruhe umgucken. Ohne aus Versehen wieder in irgendein Ziel reinzulaufen. Was ja auch in dem einen oder anderen Spiel schon mal vorgekommen sein soll. Zack, aus Versehen ins Ziel gelaufen und keine Zeit mehr, sich noch irgendwie im Level umzugucken.
Gibt eigentlich kaum was, was im Videospiel nerviger ist, finde ich. Oder man rennt einfach so in die nächste Cutscene rein. Ach du Kacke. Jetzt muss ich diese Legion bekämpfen, oder was? Pfeil Nemesis. So, dann gehen wir doch mal darüber. Und... nehmen auch nochmal den Cobra-Kick zu uns. Ist er jetzt aktiviert worden oder ist er abgebrochen worden? Egal. So. Jetzt wollte ich gerade auch mal und dann ist sie weg. Okay, sie ist irgendwie über mir anscheinend, oder was? Ne, die kommen einfach aus dem Nichts, oder? Da hinten steht sie rum. Oh nein, da habe ich mich selber wieder in den Abgrund katapultiert. Habe ich jetzt mit dem Trank meinen anderen Buff da überschrieben? Kann das sein? Okay, bis jetzt sieht die aber so aus, als wenn die gar nicht mal so viel aushält. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hört auf mit den Pfeilen. Ey, okay, das ist ja schon mal ultra nervig. Ich glaube, er schießt immer... Ne, zweimal schießt er. Okay, dann verstecke ich mich mal hier. Mann, ist das scheiße zu steuern, ey. Da könnte ich ausrasten. Jetzt ist meine Legion verschwunden. Naja, immerhin kriege ich hier nichts mehr ab. Boah, ist das scheiße zu steuern. So, damit hätten wir schon mal hier Barriere Nummer 1. Muss ich die überhaupt kaputt machen? Ich kann auch einfach so hier drüber. Wo ist er denn? So. Er hat gar nicht mehr so viel. Okay, die Legion ist echt schwach. Was soll das? Aber echt, irgendwie unübersichtlich. Wo ist sie? Macht sie immer so einen Kack hier, oder was? Dann kommen wir halt von hier, mein Freund. Wo ist sie? Da hinten. Boah. So, da sind wir doch. Jetzt kannst du mich mal gerne haben, fucking Legion. So, Reaktionstest abwarten. Na gut, vielleicht kommt auch gar keiner. Aber ich bin anscheinend der mit der Macht. Ich kann die Legions alle wieder einfangen. Fire Legion. C-Skala C1. Legion eingefangen, neuer Legion-Typ verfügbar. Neue Legion erhalten. Mit jeder neuen gefangenen Legion erweitern sich deine Optionen. Was stand da in und außerhalb von Kämpfen?
Habe ich jetzt meine alten Legion da wieder? Rang A. Ohne Witz. Ich fand mich furchtbar in diesem Kampf. Warum kriege ich in diesem Kampf Rang A? You recaptured the Arrow Legion. So that means one core can hold two legions. We'll ask the commander about that later. We've got to focus on Akira. One core in meinem Gerätchen, da sind ja zwei Legions drin, oder was? Wollen wir das sagen? Even with a chain jump. Maybe there's something you can use nearby. Use your iris to check. Iris startup. Wo ist sie denn überhaupt? Eine. Legion wechseln. Y Legion wechseln. Y halten. Plus L, Menü öffnen. Drückt nur Y, um rasch zwischen Legion zu wechseln. Halte Y, bewege L, um direkt eine bestimmte Legion auszuwählen. Okay, da ich im Moment nur zwei habe, ist das anscheinend nicht ganz so dramatisch mit dem gezielten Wechseln. L, Zielmodus, Pfeil, ZR zielen, dann ZR schießen. Legionsaktion. Ist die Pfeil-Legion aktiv, ruft L den Zielmodus auf. Visiere hier mit R dein Ziel an und bis ab. Ah, okay, das ist das Pendant zu diesem komischen Slash, den die Pfeil Legion drauf hat. Im Zielmodus R drücken, Fokus wie gehabt. Drücke im Zielmodus R, um deinen Fokus einzusetzen. So verlangsamst du das Geschehen um dich herum und du kannst besser zielen. The Arrow Legion's reacting to something. Shut down. Keep trying. There's gotta be something you can do. Ja, ich muss dieses Ding da hinten abschießen. Aber eigentlich war ich dabei, genau. Als der Kampf gestartet hat, wollte ich eigentlich dieses Zeugs hier einsammeln. So, andere Legion. Ach, da unten sieht man es jetzt. C2 Schwert und C1- Pfeil. Was soll mir das sagen? Was ist besser, C1- oder C2? Ich vermute mal C1-, weil die Schwertlinien hatte ich ja schon ein bisschen gepimpt. So. Tschu. Great. Now hurry to Akira's position. Crazy. Really crazy shit. Und jetzt sind alle Legion zukünftig meine. Ich gebe sie nicht an ihre Besitzer zurück, ja? Sehe ich das richtig? I'm checking the data from your scanner. Phew. Akira's only passed out. At least we don't have to worry about corruption yet. Na Gott sei Dank. You'd better get back here quick. Okay, wir verlassen die Dimension direkt, ohne ein weiteres Portal suchen zu müssen. Interessant. Ach, guck mal, jetzt lädt er auch. Man sieht es wahrscheinlich gar nicht so genau, weil ich ja mit meinem Gesicht da rechts unten bin. Aber jetzt lädt er und sucht nicht ein Level. Oh, good. The alarm stopped. Seeing as how the Arrow Legion was setting it off, I guess that's a given. Hey! Was hat es mit diesen Katzen auf sich, ey? Und jedes Mal wechselt sich meine Waffe zurück. Bam. Okay, ich darf immer noch nicht hierher gehen. Gut, wir haben Akira gerettet, das ist schon mal gut. Anscheinend sind unsere nächsten Spielziele wahrscheinlich doch alle Legions erstmal wieder zurück zu besorgen. Okay, der schlafende Typ ist weg. Was haben wir hier? Medizin Mini. Wer braucht Medizin Mini, ey? Auch super überflüssig. Noch mehr Katzen. Vor allem, weil sie doch voll der Katzenhasser. Sie ist also schräg drauf, seit Max weg ist, oder? Oder sammelt sie die heimlich hier? Dad used to come here and take care of these cats. If it weren't for him, anything could have happened to them. Rules are rules, even for the captain. No stray animals are allowed in HQ. And he couldn't bring them home because he couldn't risk us getting infected. I guess he thought if he kept them here, he could come by to check on them while he was out on patrol. Na dann. I followed him here one day. That's how I found out. He told me I could help out, but I had to keep it a secret from everyone else.
Und deswegen hat sie dieses Mädel in der Basis so runtergeputzt? Even these poor little guys. He really was an incredible person. And he was so kind to us too. I know he wasn't thrilled about us following in his footsteps. He was so afraid we'd get hurt, but I never imagined it'd turn out like this. Oh, Doppelanruf. Conference call. Give me a heads up before you run off somewhere. You guys do know I can have them dock your pay if you don't listen to me, right? This is Akira. My radio must have gotten switched off in all the chaos over here. Sorry to worry you. We're on our way back to HQ. Ugh, Akira, you've got to be more careful. Okay, aber sowas von. We're waiting for you. Yep, Roger. Roger that. Das war ein langes Kapitel. Okay? Not a word to anyone, especially not Marie. Ach komm schon, was hast du denn gegen Marie? Jetzt sucht er wieder Level. Naja, okay. Ich dachte, er hat die Levelsuche aufgegeben und stattdessen würde er laden, aber jetzt sucht er wieder Level. Welcome back. Akira, I'm so sorry. I had you all wrong. You're such a big sweetie. A big sweetie? I'll be sure to bring you some cat food next time. Woher weiß sie das? Cat food? Wait, how did she hear? You report to the commander. And forget it. I think I'd better go talk to Marie. Mach das mal. You can spare me the details. I saw everything from here. I didn't expect we'd ever see the Lost Legions again, much less like this. A sudden attack, and then core fusion. It's breathtaking. We've got a tremendous amount of new data to consider. And it's all thanks to you, Legionis. You've got both Sword and Arrow Legions registered in your Legatus now. It seems you can wield both interchangeably. If you find the other three, you should be able to use them as well. Seize the opportunity, should it present itself. That is all. You may return to your duties. Okay, das ist anscheinend ein Novum, dass mehrere Legions in so einem Legatus Platz finden. Oh, what the fuck? Wie viel rote Fälle habe ich denn hier nicht gelöst? Blaue Fälle dagegen wesentlich mehr, aber rote? Das überrascht mich jetzt doch so ein bisschen. Ich dachte ja, die roten wären so die Main-Story-Missionen und die, dass man die automatisch mehr oder weniger alle mitnimmt. WTF und insgesamt Rangbewertung D. Na gut, das schauen wir uns lieber nicht so noch lange weiter an. Entfernung rote Materie 79%, 30 von 36 Items, wiederum nicht so schlecht. 7 von 12, whatever. Und 0 von 2, whatever. Kraftpunkte Maximum und Dienstbelohnungen wurden erhöht, weil ich befördert worden bin. Ihr Iris wurde verbessert, das System zeigt nun Körpergröße an. Eine Kopie von Lappys Mütze, komplett mit goldglänzendem Pena, ist ja alles fantastisch. Achso, aber ich habe 20.000 G bekommen. Okay, das scheint mir echt eine Menge zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Bisher bin ich eigentlich ganz gut klargekommen, wenn ich auch nicht immer die besten Bewertungen rausziehen kann. Jo. Ja, jetzt muss ich gleich mal gucken, was ich so alles pimpen kann an meiner Ausrüstung in Sachen Legion und mein Schwert und keine Ahnung was. Legions gone. You may have reclaimed one of them, but three remain lost. Do they not? And with the lab out of commission, the whole plan is in jeopardy. Our situation is grave indeed. Suchender des Reichtums spricht da. How much more money do you expect us to throw at this project of yours? Even now, we teeter on the brink of the astral plane. One functional legatus remains. One. We played the hand you dealt us, and now nothing remains but to face extinction. We placed our faith in a false savior, and now all mankind is doomed. Abwarten, würde ich sagen. Gentlemen, please. I assure you, all is not yet lost. Ist das deren Ernst, dass sie den Typen jetzt geheim halten wollen, wo man auch schon am Mund erkennt, wer das ist? No, we have another option. What? Aha. We can ascend. We can become as gods. Okay, storytechnisch wird's hier langsam interessant und verwirrend. Kapitel 4 Ansturm. Stürmisches Andrängen oder ununterbrochenes Angreifen, etwa bei Belagerungen. Und die drei Sprecher, da hatten wir ja ein bisschen was schon in Richtung Treeforce mit Ehre, mit Ruhm, Reichtum und was noch immer gesucht wurde. All officers on standby. Report to the command room for briefing. Repeat. Report to the command room for briefing. Gehe zum Kommandoraum. Fallupdate. Kette. Achso, für Kette abgeschlossen. Ja. Wir schauen mal immer vor Toilette vorbei, was unser Gesprächspartner hier zu sagen hat. Oh nein, nicht schon wieder! Ah, dich kenne ich doch, stimmt's? Du bist doch das besondere Menschlein, das mich hören kann. Da habe ich aber ein Riesenglück. Du kannst mir vielleicht helfen, diese Toilette vor einem schlimmen Schicksal zu bewahren. Ich brauche noch mehr Toilettenpapier. Sei doch so lieb und bring mir welches. Aber offensichtlich habe ich keins. Na gut. Eigentlich müsste es hier fast schon so Death Stranding-mäßig sein, dass man hier einfach mal hinpinkeln kann. Das ist auch geil. Sie präsentieren ein Spiel auf der Gamescom, Death Stranding. Und das, worüber die Presse dann doch irgendwie am meisten berichtet, zumindest war das so mein Eindruck gewesen, ist, dass man halt überall wild pinkeln kann. Naja, gut. Sie haben sich ja, denke ich mal, schon ihre Präsentation sehr genau ausgesucht und zurechtgelegt. Vielleicht war Ihnen das auch vorher klar. Ja, ich möchte mir gerne noch ein bisschen Heilung vorher kaufen. Und zwar hiervon auf jeden Fall mal 5 Stück. Wie viel Gold habe ich noch? 18.000. Hiervon habe ich eigentlich genug. Davon auch. Energiedosis, Komplettheilung. Batteriezelle. Was es auch immer mit diesen Batteriezellen auf sich hat. Sind das meine Wiederbelebungssachen oder so? Also bisher habe ich sie null gebraucht. So, und ich wollte nochmal in den Technikraum gehen. Trainingsraum, Pausenraum. Max Katzenhort, kann man jetzt ernsthaft hinreisen? Willst du mich verkackeiern, Spiel? Wo waren denn die Bastler? Die waren doch hier beim Trainingsraum, oder? Huch, Julia. Hi, Julia. Sieh ihn dir nur an. Ellen hat heute noch mehr Energie als sonst. Wir wissen auch alle warum, oder? Nö. Ist das nicht offensichtlich, weil er weiß, dass Mara, ich meine, Leppy zusieht? Sie sieht ihm jetzt schon lange zu, mit diesem typischen Sehnsuchtsblick. Was für ein Glück, Ellen. Marie täte etwas mehr Selbstvertrauen gut, aber sie ist sympathisch, findest du nicht? Hey, ich muss mich konzentrieren. Was schwatzt ihr denn da überhaupt?
Oh, ich weiß es schon. Einen perfekten Körper erkennt man auf Anhieb. Du da, komm, kämpf gegen mich. Ich suche schon lange nach einem würdigen Gegner. Komm nur her. Du hast doch gerade eh nichts zu tun, oder? Na gut. So mag ich das. Dachte schon, du kneifst. Bereit für ein Duell mit mir? Duell heißt ohne Legion, klar. Aber sowas von. Mumm hast du. Hey Mar, ich mein Leppi. Lass dir das hier nicht entgehen. Dann mal los. Also dann, wie gesagt, nur du gegen mich ohne Legion. Das ist klar, oder? Ach, klar. So. Ach. Ja, genau, warum bitte Hand? Ach so, ich dachte, wenn nicht dieser Zeitlupeneffekt kommt, treffe ich danach auf jeden Fall, aber anscheinend war das nicht der Fall gewesen. Habe ich schon gewonnen? Offensichtlich. Grrr, du hast gewonnen. Dein Glück, dass ich gestern nur 8 Stunden Schlaf hatte. Hörst du, Meryl Leppi? Ich bin bloß müde, sonst nichts. Mary, ja, kann ich dir helfen, Alan? Julia, nanu? Zwei Maries? Was redest du denn da, Julia? Es gibt natürlich nur eine Marie. Das heißt also, wer mich die ganze Zeit beobachtet hat, das war... Leppi, da bist du ja. Hier ist doch kein Hundeschlafplatz. Komm, Kleiner, gehen wir. Ich würde ja schon vermuten, dass sie da drin steckte. Beachtet uns gar nicht. Trainiert ruhig weiter. Ich bringe Leppi schnurstracks in seine Hundehütte. Hm, genau. Na, damit wissen wir wohl, wo Marie ihre Wäsche trocknet. Das heißt, sie hat nichts gesehen. Sie hat mich nicht verlieren sehen. Na, bin mir ja nicht so sicher. Na dann, shake hands, Kollege. Ich weiß, wann ich verloren habe, zumindest für heute. Aber trainier lieber schon mal für die Revanche. Machen wir. Ah, Rang S. Nicey dicey. Und ich dachte, wir sehen eine Romanze erblühen hier in diesem grauen Büro. Ja, dachte ich auch kurzzeitig. Jo, jetzt mal gucken. Was hat denn Ted hier zur Auswahl? Kaufen. Hast du auch noch irgendwie Granate? Betäubungsgranate? Habe ich exakt 0 von. Ich will jetzt, wo ich so viel Kohle habe... Ich nehme mal 2 mit, weil ich sie zumindest mal ausprobieren möchte. Auf jeden Fall erstmal normale Granaten. Das waren schon mal 4000. Das war gar nicht mal so billig gewesen. Upgrade durchführen. So. Schlagstock kann ich upgraden und Legatus. Ach so, hierfür brauche ich jetzt also den einfachen Materialcodes. Okay, auf jeden Fall auch mal den Legatus. EAD Heilkraft, EAD Wirktempo. Limiter Cup. Was? Ich hab noch nicht so ganz gerafft. Was überhaupt EAD ist, ehrlich gesagt. Die Limiterkapazität, das ist doch, glaube ich, das. Jetzt kostet es jeweils 10.000, ich kann mir nichts mehr leisten. Die Limiterkapazität ist doch diese Legion-Energie, oder? EAD Heilkraft, EAD. EAD? Ich glaube, das muss ich mal googeln, falls es diese Informationen schon über das Spiel gibt. Es ist immer noch relativ neu nach Release. Auch wenn die Folge jetzt natürlich ein klein bisschen später erscheint, als ich sie aufnehme. Aber im Moment gibt es noch nicht so viel zu googeln zu diesem Spiel. Aber was es mit diesem EAD-Geraffel da auf sich hat, keine Ahnung. So, Items, Legion. Reihung? What the fuck? Ach so, hiermit kann ich wahrscheinlich die Legions anordnen. Okay. Y ist Legion-Wechsel. Da habe ich noch gar nichts zugehört. Okay. Boah, wie viele Sachen habe ich denn hier mittlerweile? Erhöht das...
Was hat sie denn gerade ausgewechselt? Rufschaden? Ach ja, wenn ich sie rufe und Autoheilung. Wo sehe ich denn das, was ich gerade ausgerüstet habe? Wahrscheinlich gar nicht. Erhöht rote Materie Entfernungsbereich um 30%. Okay, das ist schon mal relativ uninteressant. Entfernungsbereich 30%. Erhöht das Tempo der Legion um 5%. Auch nochmal Rufschaden. Autoeinsatz von Heil-Items, sobald KP unter 30% fallen. Legion Block. Angriff plus 5%. Rufschaden plus 80%. Verlangsamen E-Verbrauch, Angriff plus 5%. Ich würde sagen, ich tausche das mal aus. Ach so, es belegt zwei Slots. Ah. Ach, da links sieht man es auch an diesen Dreiecken. Okay. Hier ist nochmal das gleiche. Ah ne, da sieht man auch, dass es ausgerüstet ist. Ach, es gibt noch mehr hier. Scheiße. Ach nee, es war diese Filterung. Okay. Ja, keine Ahnung. Soll die plus 5% kriegen, verhindert Betäubung. Hier haben wir nochmal Angriff plus 5. Nehmen wir erstmal. Oder ich mache auch Rufschaden. Ah ne, kann ich ja gar nicht. Verlangsamen. Gewährt eine 6%ige Chance, Gegner zu verlangsamen. Reduziert Energieverbrauch um 36%. Braucht allerdings 3 Slots. Scheinen die Entwickler für stark gehalten zu haben. Gut. Techniken zuteilen. Ich könnte hier noch eine... Achso, mehr Techniken habe ich gar nicht. Und sie hat noch gar keine Technik. Legionen-Lernsystem. Auch die... Okay, hiermit werte ich anscheinend das irgendwie auf und auch diese Bewertung von der Legion. Ja, jetzt müsste ich mich wahrscheinlich so ein bisschen entscheiden, ne? Welche Legion ich hier mal weiter leveln will. Das ist natürlich so ein bisschen schade. Ich habe 2499 Gencodes. Okay, ist auch nicht so wenig. Warum ist das hier verschlossen? Achso, sie hat C2 und ich brauche C2 Plus dafür. Okay, man ist ja auch so ein bisschen limitiert, deswegen kann man wahrscheinlich doch alle irgendwie leveln. Aber ich sehe schon, die Zeit ist sehr fortgeschritten. Ich mache an der Stelle mal eine kurze Pause. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.